Crunchyroll synchronisiert noch mehr Hammer-Serien, chinesische Anime werden besser als japanische, die One Piece Live-Action-Serie ist bald fertig und die Sword Art Online-Progresse-Filme kommen zu uns ins Kino. Ja, ernsthaft, das alles und noch viel mehr hier in den Anime-News. Denn, Boys and Girls, es ist mal wieder Dienstag. Und so gehen wir die Anime-Nachrichten der Woche durch. Ein beliebter Harem-Anime erhält eine Fortsetzung und leider entfernt Netflix weitere Serien. Gibt es bei denen überhaupt noch welche? Aber dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Bevor wir aber loslegen, gilt wie immer, wenn dir das Video gefällt, dann drücke auf den Like-Button und vergiss nicht zu abonnieren für noch mehr Anime-News. Beginnen wir mal wieder mit Netflix. Und da gibt es leider schlechte Nachrichten. So entfernt der Streaming-Anbieter einmal Made in Abyss. Ja genau, einer der besten Abenteuer-Anime aller Zeiten. Er sieht aus wie eine Serie für Kinder, aber ich sag euch eins, der Schein trügt. Bewertet ein Buch nicht nach seinem Cover, schaut unbedingt rein. Ihr werdet es nicht bereuen. Bis zum 31. Mai kann man die Serie noch bei Netflix streamen. Danach gibt es sie nur noch bei Aniverse. Auch in eine Fantasy-Welt tauchen wir ein in Grimoire of Zero. Da geht es jedoch um die Hexenverfolgung und um eine der wenigen noch lebenden Hexen, die jetzt mit einem Tiermenschen auf eine große Reise geht. Spielt vor The Dawn of the Witch. Den gibt es wiederum bei Crunchyroll. Grimoire of Zero kann man auch noch bis Ende des Monats bei Netflix streamen. Danach wieder auf Aniverse. Nun können sich alle One Piece Fans freuen, denn die Live-Action-Adaption ist bald fertig. Zumindest die erste Staffel. Die soll aber nur 8 Folgen haben. Nicht wie vorher angekündigt 10. Wie lange diese Episoden jedoch sind, ist noch unklar. Ich gehe mal von 40 Minuten bis eine Stunde aus. Erscheinen soll die Serie noch in diesem Jahr. Außer Oda sagt nein, denn er hat sich mit Netflix auf eins geeinigt. Wenn er nicht zufrieden ist, wird die Serie nicht veröffentlicht. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Eigentlich müssten die Fans also am Ende zufrieden sein. Oder vielleicht gibt Oda irgendwann auch auf und sagt sich, komm, ich will meinen Manga weiterzeichnen und mich nicht mit so einem Mist beschäftigen. Aber hoffen wir aufs Beste. Nun aber auf zu den Anime-Fortsetzungen und da legen wir gleich los mit der Quintessential Quintuplets. Um euch gleich am Anfang zu schocken, ich mag Ichika am meisten. Ja, da habt ihr die Wahrheit gehört. So, nachdem ihr aus dem Stuhl gefallen seid, könnt ihr auch gleich auf dem Boden sitzen bleiben. Denn es gibt leider eine schlechte Nachricht zu dieser Serie mit den süßen Fünflingen. So erhält die ja ein neues Anime-Projekt, welches sogar im Fernsehen ausgestrahlt wird. Dadurch sind alle davon ausgegangen, dass es eine neue Serie wird. Also sowas wie eine dritte Staffel. Doch nun wurde enthüllt, es wird nur ein TV-Special geben. Dieses zeigt man auch in Japan im Kino. Also ab dem 14. Juli für 3 Wochen. Danach soll es im TV ausgestrahlt werden. Also wohl so ähnlich wie das Special zu Kaguya-sama. Hoffentlich ist auch das dann schnell bei Crunchyroll streambar, wo man auch den Rest schauen kann. Komplett abgedreht ist dann wieder Dropkick on My Devil, wo die Protagonistin nie Klamotten trägt und nur ihre blonden Haare die wichtigsten Stellen verdecken. Nun wurde bekannt, dass der Anime eine weitere verrückte Episode erhalten soll. Diese heißt Dropkick on My Devil End of Century Edition. Im Winter soll sie erscheinen. Für alle, die es nicht wissen, Dropkick on My Devil wird größtenteils durch Spenden finanziert. Auch für diese Episode kamen ungefähr 778.000 Euro zusammen, wo man merkt, die Fans haben Bock drauf. Streamen kann man Staffel 1 auf Prime und die zweite und dritte bei Crunchyroll. Schön aufgeteilt mal wieder. Kommen wir aber nun zu unserem ersten Highlight, Sword Art Online Progressive. Ja, es ist endlich soweit. Wir haben gewartet, gezittert. Wann sehen wir endlich Asuna wieder? Asuna? Asuna? Ihr wisst schon, wen ich meine. Der beste Charakter aus SAO neben Shinon. Jetzt hat Crunchyroll uns endlich erlöst und ja, Crunchyroll, nicht Peppermint. So zeigen sie den ersten Film am 27. Juni in den deutschen Kinos. Dieser heißt Aria of a Starless Night und der zweite wird dann am 25. Juli starten mit dem Titel Scherzo of a Deep Night. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Schon den Film Ordinal Scale fand ich Hammer und den habe ich nicht mal im Kino gesehen. Streamen kann man das meiste von der Serie bei Crunchyroll. Außerdem wird es noch gruselig in Yamishibai. So erhält diese Serie nun schon ihre 11. Staffel. Und zwar im Juli 2023. Streamen kann man den Kurzanime bei Crunchyroll. Alle Digimon-Fans nun aber aufgepasst. So erhält Digimon Adventure Zero Two eine HD-Neuauflage. Damit auch zum ersten Mal auf Blu-ray. Weitere Infos gibt es jedoch bis jetzt noch nicht. Also zum Beispiel, wann Volume 1 erscheinen soll. Wer so lange nicht warten will, kann den Anime bei Crunchyroll streamen. Da jedoch ohne deutsche Synchro bzw. den deutschen Liedern, was die Nostalgie schon ganz schön beeinträchtigt.
beeinträchtigt. Leider. Aber Synchro-Fans werden auch bei Crunchyroll versorgt. So sind noch weitere Simuldubs bei dem Anbieter gestartet. Meine Güte, dass wir überhaupt so viele Studios dafür haben. Da wäre einmal die Action-Isekai-Serie Dead Mount Death Play, wo ein Totenbeschwörer in unsere Welt flüchtet. Und da war die vierte Folge einfach Hammer. Schaut also unbedingt weiter. Nun soll es jeden Montag um 23.30 Uhr neue Episoden mit deutscher Synchro geben. Herz allerliebst ist dann wieder Wang King of Kings, The Treasure Chest of Courage. Damals hat er Staffel 1 ja noch einen simultanen Simuldub erhalten. Dies ist aber bei den Nebengeschichten nicht der Fall. So soll es jetzt jeden Donnerstag um 22.15 Uhr eine neue Folge mit Synchro geben. Ist wie gesagt keine Fortsetzung von Staffel 1, sondern behandelt nur ein paar Geschichten aus der ersten, die man nicht adaptiert hat. Die ganze Zeit gepumpt wird dann in Marshall Magic and Muscles. Bei diesem Anime geht ja der magielose Marshall an eine Magierschule. Aber irgendwie schafft er es sich mit purer Muskelkraft und Dummheit durchzukämpfen. Nun wurde bekannt, dass es jeden Freitag um 18.30 Uhr eine neue Episode mit deutscher Synchro geben wird. Und in eine andere Welt tauchen wir dann wieder ein mit I Got a Cheat Skill in Another World, wo unser Protagonist nicht nur ein großes Abenteuer in der Fantasy-Welt hat, sondern seine neuen Fähigkeiten auch in der Schule anwendet und damit jedes Mädel für sich erobert. Über diesen Anime muss ich echt noch ein weiteres Video machen, denn der spaltet so ein bisschen die Community. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere unbedingt den Kanal und Glocke nicht vergessen. Jeden Montag soll es um 23 Uhr mit einer deutschen Folge weitergehen. Nun aber auf zu den Problemen der japanischen Anime-Industrie. So befürchtet der Studio MAPPA-Gründer Masao Maruyama, dass Japan bald im Anime-Bereich den kürzeren ziehen wird. Es fehlt wohl einfach der Nachwuchs. In den Kommentaren finden aber auch viele andere Gründe. So würde Japan einfach zu viele Isekai-Anime produzieren. Oder ein anderes Genre, was die jeweilige Person nicht mag. Und ein bisschen stimmt das schon. Nicht unbedingt im Bereich Isekai, aber allgemein. Japan könnte ohne Frage mehr 1A-Anime produzieren, wenn man sich eher auf die Qualität fokussiert. Aber wie ich schon häufig gesagt habe, vertraut man aufs Streuprinzip. Viel hilft viel. Und irgendein Anime wird schon erfolgreich sein, egal ob die Animationen nun gut sind oder nicht. Und auch da muss man einfach sagen, es werden nicht ohne Grund so viele Isekai-Anime produziert. Sie bringen eben Geld ein. Und das ist logischerweise für die Entscheidungsträger am wichtigsten. Sie wollen durch ihre Investitionen ja einen Gewinn erzielen und nicht alles riskieren mit einer Serie oder Film, die erstmal Hype aus dem Nichts generieren muss. Mal schauen, ob in Zukunft auch mehr chinesische Anime zu uns kommen, wie eben King's Avatar. Kommen wir dann jetzt aber nun zu den Breaking News. Da habe ich mich kurz nochmal vor die Kamera gesetzt und da wäre einmal Dragon Quest Dice Abenteuer. Da geht es weiter mit dieser schönen Abenteuerserie bei ProSieben Max und zwar mit Episode 51 und wird dann auch komplett ausgestrahlt bis Episode 100. Los geht es da am 5. Juni und zwar dann wieder von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr, dann natürlich mit deutscher Vertonung. Wer darauf verzichten kann, kann die Serie auch bei Crunchyroll streamen oder dann eben später mit deutscher Synchro in der Mediathek bei ProSieben Max bzw. Join. Und ein weiteres Highlight ist natürlich ohne Frage der Schleim, der Film, wo wir lange drauf gewartet haben, aber der jetzt bei Crunchyroll streambar ist. Aber jetzt gibt es auch neue Infos zu der Disc-Veröffentlichung, denn der soll natürlich auch bei uns auf DVD und Blu-ray erscheinen. Leider dauert das aber noch ein bisschen und zwar erst im Winter diesen Jahres. Wann genau, wissen wir noch nicht. Auch ein bisschen warten müssen wir noch auf die Melancholie der Harui Suzumiya. Diese Serie soll ja als Gesamtausgabe erscheinen bzw. aufgeteilt in Staffel 1 und Staffel 2 und leider lässt die ganz schön lange auf sich warten. Die wurde jetzt wieder verschoben und zwar Staffel 1 soll jetzt am 2. Juni rauskommen und die zweite am 7. Juli. Und dann gibt es noch eine kleine News und zwar kann man jetzt bei Join Plus, ja leider nicht kostenlos und bei dem Zusatzkanal von Prime ProSieben Fun bzw. dem Bezahlsender drei weitere Anime schauen. Da wäre einmal Der Junge und das Biest, ist ein fantastischer Isekai-Abenteuerfilm. Dann die ersten 13 Folgen, ja aktuell nur die ersten
ersten 13 Folgen von Parasite. Und dann wäre da noch der Film ziemlich dramatisch In This Corner of the World. Alle Sachen kann man auch nur mit deutscher Synchro schauen, nicht in ihrer originalen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Leider entfernt nicht nur Netflix Animes, sondern auch Prime. Und da wäre einmal Danmachi Arrow of the Orion. Dieser 80-minütige Film ist ähnlich wie der zu Slime nicht wichtig für die Hauptstory, aber natürlich trotzdem nett für die Fans. Schaut also unbedingt noch rein. In den nächsten 30 Tagen wird er entfernt. Wahrscheinlich Ende des Monats, wie eigentlich immer. Außerdem werfen sie Euro Manga Sensei aus dem Programm. Und ich muss es einfach sagen, das ist einer der verrücktesten Anime ever. Man darf bei der Serie sich keine Gedanken machen. Nicht eine Sekunde etwas hinterfragen, denn sonst wird man sofort von der Polizei abgeholt. Und genau deswegen schauen wir ihn uns zusammen an. Nämlich am Donnerstag. Wie ihr hoffentlich wisst, streame ich am Dienstag, Donnerstag und Samstag auf Twitch. Immer ab 20 Uhr. Warum kommt ihr nicht mal rein, hä? Aber am Donnerstag schauen wir dann diese ganz besondere Rom-Com. Dienstag quatschen wir über dumme und verrückte Anime-News und am Samstag steigt eine große Party. Also schaltet ein. Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich mich gefragt, lohnt sich ein Abo bei Netflix eigentlich noch? Die Antwort gibt es im Video oben rechts. Und für 10 Anime-Geheimtipps klicke auf das Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Hast du schon mal einen chinesischen Anime gesehen? Und über welche Anime-News hast du dich gefreut? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!